Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig und heute geht es um das Deboxing eines Schuhs und einer Marke, der wir immer schon seit Jahren sagen, bringt mehr, bringt mehr, bringt mehr, bringt mehr. Sie bringen mehr Farben oder andere Farben, aber sie erweitern die Kollektion nicht. Das finden wir sehr, sehr schade, denn die Schuhe, wir lieben die Schuhe, unsere Kunden lieben die Schuhe, das sehen wir an den Umsatzzahlen, aber es bleibt bei einer kleinen Auswahl an echten Barfußschuhen, als es da gibt den Trail Glove. Das ist ein Schuh, wie der Name schon sagt, mit einer etwas festeren Sohle zum Trailrunning, also bergab, Schotter, bergauf, unebene Untergründe und so weiter. Und das zweite Modell, was Merrell im Programm hat, ist der Vapor Glove und den habe ich hier. Er kommt im Karton als linker und als rechten Schuh. Also man kriegt für den Preis, liegt bei 100 Euro, zwei Schuhe, einen für links und einen für rechts. So, was haben wir hier? Wir haben hier erstmal eine schöne, und Papier auch noch, eine schöne Ausballmasse. Übrigens, diese Ausballmasse schmeißt sie nicht weg. Diese Ausballmasse, das ist Hartpappe, sage ich mal, und ja, gepresste Pappe, und das saugt Feuchtigkeit auf, stopft so einen Schuh, wenn ihr ihn nach dem Sport zum Beispiel zur Seite legt, mit Papier aus, oder aber nutzt gleich diesen, ja, wie sagt man denn, diesen Leisten, ja, diese Ausstopfmasse, um ihn in den Schuh zu legen, finde ich einen tollen Service. Das reicht an für sich komplett, einfach vorne aussteigen. Der Schuh behält seine Form, das kann man dann sicherlich auch mal in anderen Schuhe reintun. Der Schuh behält seine Form und der kann gut austrocknen. Ja, was mich immer wieder fasziniert bei Merrell, das sind die Farben. Merrell gehört ja zu einem der, ach, der Schuh ist federleicht, das ist also wirklich, also echt bombastisch. Der Schuh ist federleicht. Wir schreiben die Gewichtsangaben ja immer unten in die Artikelbeschreibung mit rein. Also schaut euch das mal an. Wir wiegen jeden, also nicht jeden einzelnen Schuh, aber jeden Artikel und geben dann die circa Gewichtsangabe an. Das ist der Schuh Merrell Vapor Glove. Ein toller Schuh für den Sport, aber auch ein toller Schuh für die Freizeit. Und hier kommen wir jetzt gleich mal zu der Neuerung, zu der einzigen Neuerung, die Merrell hier diesem Schuh hat angedeihen lassen, nämlich eine neue Sohlenform. Und hier sieht man jetzt ein ganz, ganz leichtes Probil. Ich konnte leider noch keinen anprobieren in meiner Größe, aber der hier macht, wenn ich das hier mit den Händen befühle, auch einen wirklich ganz, ganz tollen, flexiblen Eindruck. Also ihr seht hier Merrell Vapor Glove, gewohnt flexibel, gewohnt breite Form, auch gewohnt leider hier innen drin ein ganz klein bisschen, ja, ich finde fast immer ein bisschen zu schmal, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Auf keinen Fall ist hier eine Stütze drin, der Schuh ist auch von innen sehr, sehr flach und ist an für sich, also bei uns die Damen im Büro, die sind wirklich immer ganz hin und weg von den Vapor Gloves, weil die einfach so coole Farbkombinationen haben. Also selbst für die Freizeit finde ich diesen Schuh hier zu Jeans zum Beispiel oder auch zu einer sommerlichen Hose, zu einer weißen Hose, beigen Hose, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ist das wirklich ein toller Schuh. Ansonsten hat sich nicht viel getan zu den Vorgängermodellen, wie gesagt, bis auf die Sohle. Aber bei den Größen möchte ich nicht versäumen, darauf hinzuweisen, Merrell fällt etwas klein aus. Also wenn ich Merrell-Schuhe trage, ich habe einen zu Hause hier, einen Trail Glove, den habe ich zwei Nummern größer genommen, den trage ich in Größe 48. Merrell sagt selbst, Damenschuhe eher eine Größe größer und bei Herrenschuhen zwei Größen größer. Also es ist die Größe, die draufsteht, ist egal. Das sage ich auch bei jedem Verkaufsgespräch. Vergesst das, was ihr über Größen gelernt habt. Wichtig ist die Innenschuhlänge. Also wie viel Platz habe ich von hier bis da? Also Merrell-Schuhe fallen etwas klein aus.
Deswegen lieber etwas größer nehmen. Sie haben ja auch eine schöne lange Schnürung, sodass man den Schuh ordentlich festmachen kann. Aber nichts ist schlimmer, als wenn man beim Gehen und der Fuß rutscht beim Gehen durch diese Abrollbewegung immer noch ein bisschen nach vorne. Deswegen sagen wir immer Füße messen und dann 3 bis 5 mm addieren. Einfach auf den Boden stellen, die Ferse heben, die Zehen vorne bleiben am Boden, nur die Ferse heben, das Knie knickt nach vorne weg. Wenn es nach hinten wegknickt, Orthopäden aufsuchen und dann gucken, wie viel Platz noch ist. In dieser abgeknickten Zehenhaltung sollten noch 3-4 mm vorne Platz sein. Und dann findet ihr auch die richtige Schuhgröße. Die Schuhgrößen schreiben wir ja immer dran. Wie gesagt, messen, 3 bis 5 mm addieren, dann kann im Grunde nichts passieren. Sollte einem der Schuh dann doch vielleicht ein bisschen groß vorkommen, haltet ihn mal eine halbe Stunde am Fuß, probiert die Schuhe abends, gewöhnt euch dran an vielleicht ausreichendem Platz. Es geht zum Wasserabweisungstest. Da sind wir bei Merrell ja nicht so furchtbar verwöhnt. Schauen wir mal, was das hier gibt. Ja, die Perlen, die bleiben drauf. Ihr seht aber schon, es saugt auch schon, ne, so ein ganz klein bisschen. Die Wasserperlen sind im Großen und Ganzen noch drauf, aber man sieht schon so die ersten Wasserflecken hier zum Beispiel. Also, natürlich sind diese Schuhe nicht gemacht, um damit durch Matsch zu gehen oder durch Regenwetter. Es sind ganz, ganz leichte Schuhe. Irgendeine Kröte muss man fressen. Muss man schlucken, heißt es, glaube ich, ne? Und deswegen ist es ein Schuh, der eher für den Sport gedacht wird. Und wenn ich beim Laufen bin, ob meine Füße dann nass werden oder in China fällt ein Sack Reis um, ist auch egal. Also von daher ist das hier bei diesem Schuh sicherlich nicht so furchtbar wichtig. Er ist so ganz leicht wasserabweisend, hat ja auch ein bisschen was mit Staubabweisen zu tun. Also aber nicht überstrapazieren. Dieser Schuh ist für den Sport gedacht oder eben auch für die Freizeit und nicht für Schmuddelwetter. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like. Abonniert den Kanal, wenn ihr dieses Video auf YouTube seht. Wenn ihr das Video bei uns auf dem Kanal seht, dann geht doch einfach mal auf YouTube und abonniert den Kanal. Das gibt uns auch dann den Vorteil, wenn wir mal eine kritische Anzahl von Abonnenten haben und wir sind ja mit dem Kanal umgezogen. Das heißt, wir haben komplett bei Null angefangen und die vielen 100 Abonnenten, die wir haben, konnten wir natürlich nicht mitziehen. Also von daher freuen wir uns über jedes Abo. Wenn wir genügend Abos haben, werden wir von YouTube auch ziemlich weit oben gerankt. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Teilt das Video und wenn ihr Freude an dem Schuh habt, kauft den Schuh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.